Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute haben wir die 4K-Version von Fast and the Furious 9 zum Unboxen da. 4K Ultra HD Plus Blu-ray enthält zwei Filmversionen in der Director's Cut und Kinofassung. Das hier ist das Steelbook, Freunde. Und auf dem Cover sehen wir hier Vin Diesel und die anderen Schauspieler aus dem Film. Der sieht aus wie John Cena. Ist das John Cena? Okay, und hier ein heißer Karren, Freunde. Wunderbar. So. Eigentlich wollte Don Toretto ein Leben als Outlaw den Rücken kehren, doch nicht mal er ist so schnell, dass er die Vergangenheit abschütteln kann. Als sein verloren geglaubter Bruder Jakob unerwartet als Elite-Auftragskiller wieder auftaucht, versammelt sich die alte Crew, um Don zu helfen, eine alte Rechnung zu begleichen und eine teuflische Intrige zu beenden, die ihre Familie zu zerstören droht. Justin Lin, der bereits die Filme 3, 5 und 6 in Szene setzte, kehrt für Fast and Furious 9 auf den Regiestuhl zurück und liefert wieder eine hoch aufgeladene Ausgabe des Blockbusters, der auch in der 9. Fassung ein sensationelles Erlebnis ist. Von atemberaubender Action bis zu spektakulären Szenen, die in den Kinos nicht gezeigt wurden. Fast and Furious 9, der Director's Cut, explodiert mit zusätzlichem Inhalt, der nur im Home Entertainment zu erleben ist. Ja, ich glaube, ich muss mal dieses App mal deinstallieren. Ich bekomme ständig solche Benachrichtigungen und dann direkt mit Sound, ey. Meine Fresse. Ah, Leute, Leute, Leute. 4K Ultra HD Blu-ray Extras enthält Director's Cut und Kinofassung. Gag Reel, F9, alles dabei, praktisch mehr schnell. Prioritätenwechsel, Gerechtigkeit für Hahn, ein Tag am Set für Justin Lin. John Cena, Supercar, Superfan, Filmkommentar mit Produzenten und Co-Autor, Regisseur Justin Lin. Ja, dann war es doch John Cena, den ich vorne auf dem Cover gesehen habe, Freunde. Ja, Vin Diesel ist dabei, alle mit von der Partie. Ja, hier haben wir die 4K Ultra HD. Director's Cut ist 150 Minuten lang, die Kinofassung 143 Minuten. Bild ist in 3840x2160p Dolby Vision HDR10, HDR10 Plus. 2:39:1 Widescreen. Sprachen haben wir Deutsch, Englisch in Dolby Atmos. Untertitel Deutsch, Englisch und Griechisch. Dann haben wir die Blu-ray, die hat die gleiche Länge. Bild ist 2:39:1, natürlich in Full HD. Sprachen Deutsch, Englisch in Dolby Atmos und Untertitel sind auch gleich, Freunde. Ja, machen wir dieses sehr schöne Steelbook auf, Freunde. So, natürlich die wunderbaren Punkte. Diese Punkte, ey. Die man erstmal abzählen muss. So. Toll. Jetzt habe ich das Backcover hier und muss das immer aufzwirbeln, bevor ich das gucken möchte.
Aber so sieht das wunderschöne Steelbook des Films aus. Und hinten ist die 9, alle 9er. Und was ist das für ein Modell hier? Camaro? Dodge? Sieht mir sehr nach einem American Car aus. Muscle Car. Seite. Und jetzt gucken wir mal rein. Ja. Hier haben wir die zwei Fassungen. Einmal die Blu-ray. Und das 4K. Ultra HD Version. Ja. Ja, Inlay ist, hätten sie vielleicht noch was reindrucken können irgendwie. Ist nur Silber, Freunde. Ansonsten. Ja. Was ist mit dem Unboxing? Ich bin echt gespannt auf den Film, wie der in 4K ist. Wie die Qualität ist. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Und ihr könnt mir gerne schreiben. Ich habe von Fast and the Furious habe ich schon so eine Box, wo es bis zum gewissen Teil geht. Ich glaube 7 und dann 8 habe ich einzeln geholt. Und jetzt habe ich auch 9, Freunde. Ja, so geht's weiter mit Fast and Furious. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.